Sie ersetzt die Krankenpflege, die Kinderkrankenpflege und die Altenpflegeausbildung und ist eine Zusammenfassung. Es ist eine super tolle Ausbildung, weil der Beruf einfach aufgewertet wird, weil er sehr breit aufgestellt ist und man letztendlich auch mit anderen Berufen im Gesundheitswesen auf Augenhöhe agiert. Sie sollten mindestens 16 Jahre alt sein und den mittleren Schulabschluss mitbringen, also den Realschulabschluss. Man kann natürlich auch die Krankenpflegehilfe vorneweg gemacht haben und hätte damit auch die Zugangsmöglichkeit zu der dreijährigen Ausbildung. Also in den 3 Jahren hat man neben Theorie sehr viel Praxis. Auch in der Praxis gehören große Bereiche der Pädiatrie zum Beispiel dazu, also der Kinderheilkunde. Man lernt die Psychiatrie kennen, man lernt den Altenpflegebereich kennen, aber man lernt natürlich auch das Krankenhaus kennen mit OP, Intensiv, Chirurgie oder inneren Abteilungen. Man lernt die Versorgung und Betreuung von Menschen kennen, aber auch die Beratung von Menschen und Angehörigen, die Pflegeüberleitung. Also immer dann, wenn ein Mensch aus dem Krankenhaus in den häuslichen Bereich überwechselt, das übernimmt man eigenverantwortlich. Sowas lernt man in der Ausbildung sehr intensiv. Die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner kommen in allen Bereichen der Pflege zum Einsatz. Das heißt, im Krankenhaus, in der Altenpflege, im ambulanten Pflegedienst, aber auch zum Beispiel bei Beratungseinrichtungen, Pro Familia, AIDS-Hilfe, das sind ganz tolle Möglichkeiten auch, wo sie eingesetzt werden können. Im Krankenhaus können sie alle Bereiche besetzen, das heißt von der Pädiatrie, also von der Kinderheilkunde, bis hoch zur Versorgung von alten Menschen. Es ist übrigens auch EU-weit anerkannt, das heißt also man hat wirklich Arbeitsmarktfreiheit und Anerkennung. Und ein ganz konkretes Beispiel, sie werden zukünftig auch Rezepte ausstellen dürfen, zum Beispiel für Heil- und Heilhilfsmittel, das was die Mediziner, also die Ärzte heute machen, gerade in der häuslichen Pflege, eine ganz, ganz wichtige Thematik und damit natürlich auch eine ganz deutliche Aufwertung für den Beruf.